Hell. Ah, oh, wir sind in der Hölle. Ich wusste es immer, dass es so weit kommt. Und wir haben alle Waffen verloren. Perfekt. Deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen nicht sparsam sein. Das heißt, wir müssen alles nochmal sammeln und hier haben wir ein bisschen was. Okay, wir haben die Standardwaffen. Oh. Ja, dieses Level ist schon etwas Außergewöhnliches. Lass mich hier raus! Bist du nachgeladen? Nö, natürlich nicht. Haben wir schon wieder Halloween oder was? Okay. Ich lasse mich davon nicht abschrecken. Wir haben wenigstens mal ein bisschen Spielraum. Okay, ich will so schnell es geht wieder hier raus. So schön es auch hier ist, aber ich möchte hier raus. Ich möchte vor allem meine Waffen wieder zurückhaben. Ich möchte die BFG haben. Oh. Oh, Moment, für dich habe ich das hier. Jawohl. Hier müsste noch irgendwo die Kettensäge sein. Da vorne. Na denn? Und die Armorbelt. Armorbelt und vielleicht nichts mehr. Was? Also hier können wir uns wirklich nur durch das Soulcube heilen, weil hier gibt es ja noch nicht einmal diese Medi-Stationen. Das macht das Ganze natürlich noch komplizierter. Oh, die... Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. So, sind da... Okay. Ist doch wirklich alles dabei? Nein. Bin so froh, dass ich das Ding habe hier. Das ist mein Vorteil. Das bekommt man ja normalerweise am Ende des Levels hier. Offiziell. Ach. Hier ist nichts. Genauso soll es sein. Und jetzt wird es wieder schön. Jetzt kommen nämlich die Penner hier wieder. Ach, nee. Ah, Plasmakanone. Perfekt. Ah. Ah ja, meine Seele wird brennen. Ich weiß, ich weiß. Oh yeah. Gib das Ding her. Gib das Ding her. Und wir sind wieder im Kampfrausch. Nutzen wir die Macht des Bösen aus für unsere Zwecke. Yes.
Also im Monster können wir nichts anhaben, aber das Feuer hier. Ah, das Ding ist vorbei. Kann ich überhaupt sprinten? Ja, kann ich. Er kommt zu langsam vor. Okay, Raketenwerfer, jetzt fehlt eigentlich nur noch wieder die BFG. Ach, er hat hinter mir das Tor schon wieder zugemacht. Oh Mensch, ich hab doch keinen Nerv dafür. Ah. Okay, die Plasma ist voll. Okay, läuft, läuft, läuft. Wenn man es genau betrachtet, ist der Höllenlevel eigentlich gar nicht mal so schwer. Also das kann man ganz gut schaffen, wenn man sich einigermaßen anstrengt. Man hat hier teilweise oft viel Spielraum. Ich darf mich nicht verrückt machen lassen. Ah. Was zum... Was ist denn hier mit dir? Scheiß Hackfresse hier. Überall kommen die hier. Sind vermutlich die Seelen der Verstorbenen, die mich hier heimsuchen. Ja, lad nach. Alter, der Typ schluckt Munition wie sonst was. Okay, davon habe ich alles voll. Ah, natürlich. Du darfst natürlich auch wieder nicht gehen. So. Und hier. Ah, natürlich. Krepp hier einfach. Krepp hier einfach. Hier haben wir nochmal die BFG. Die werden wir später brauchen. Und zwar mehr denn je. Oh. Sorry, aber dich brauche ich nun wirklich nicht. Jetzt mal genug. Das war bloß ein Schädel. Das bringt nicht viel. Ach, nö.
viel BFG habe ich eigentlich? Ach, einiges. Also, es geht da hier. Hey, hey, hey. Da geht mir einfach mal keine Schüsse. Das überrascht mich jetzt fast ein bisschen. Ich denke schon, die wollen überhaupt nicht mehr verrecken hier. Ich glaube, wir haben es jetzt schon passt. Ist noch mal Munition. Da geht mir aber noch und noch. Und... ja, hier meine volle Ladung, okay. Jetzt kommt gleich ein Bossgegner. Okay, das ist eigentlich... ich muss ihn eigentlich nur an seiner Schwachstelle treffen, sofern diese Viecher weg sind. Bist du? Aha! Ich dachte eigentlich schon fast, dass das reichen würde mit der BFG, aber... ich könnte mal das Soulcube benutzen bei dem. Ob das so macht. Okay, nee, nicht wirklich. Darf sich überhaupt nicht treffen lassen. Das ist schon nicht ganz einfach. Ich habe Probleme, die Waffe immer umzuschalten rechtzeitig. Sei ich ganz ehrlich. Alter, wieso hält der so viel aus? Ich glaube, ich hätte doch meine DFG komplett aufspannen sollen für den. Ah. Dann ebenso. Oh. Nein, nein, nein. Nicht in Ruhe. Ah, na also.
So, jetzt bekomme ich offiziell noch das Soul Cube hier. Juhu, ich hab das Soul Cube. Geh weg! Und zurück. Endlich wieder auf der Erde. Beziehungsweise auf dem Mars. Und wir haben unsere Waffen wieder verloren. Wir müssen nochmal alles neu sammeln. Für mich hat sich an sich nichts geändert, außer dass ich hier meine Waffen, wie gesagt, halt nicht so einfach habe mehr. So, kannst du mir gleich die mal geben? Oh, Moment, ich glaube, hier ist noch Kettensäge. Die bekommt man sonst vermutlich nicht mehr. Nicht, dass ich sie brauchen würde, aber immer her damit. Nein! Okay, das sind die schwächeren Spinnen. Oder? Wieso ist da hinter mir ständig zu, wenn ich hier durchgehe? Ja, ich weiß. Komm, massig spinnen. Jetzt mal gut hier. Immer schön auf die Bären und hier haben wir gleich die Plasma. Okay. Dann fehlen eigentlich nur wieder. Die Shotgun fehlt auch noch. Shotgun-Raketenwerfer und dem BFG natürlich wieder. Aber bis wir die bekommen, dauert es vermutlich wieder ewig jetzt. Big fucking gun. Surprise. Armor Belt, hä? Huh? Ah, da ist ja die Shotgun. Wenn wir jetzt gleich brauchen. Oder auch nicht. Nee, dich kann ich nicht leiden. Eigentlich sterben die ziemlich schnell, wenn man hier wirklich auf den Kopf schießt. So. Das war früher anders. Oh. Ein paar Tricks haben sie ja drauf. Das muss man denen schon lassen. Okay. Also das meiste haben wir auf jeden Fall geschafft. Das Spiel sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Es kommen aber noch einige Levels. Also so schnell ist das noch nicht vorbei. Vor allem, wenn ich hier permanent drauf gehe. Hä? Ach Mensch. Diese scheiß Raketen, die so gezielt fliegen. Die habe ich nicht so. Bei mir ist das Ganze immer ein bisschen schwieriger.
Ah, oh, sorry, das war doch der Typ da. Egal. Der war wichtig, ich weiß, aber egal. Wollte mir eh bloß wieder mich mit Müll zulabern, ja. Ich suche deinen Kollegen mit der BFG-Waffe. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Und dann noch einer? Wollt ihr mich verkackern oder was? Okay. Finished Central Processing. Where are you hiding? Ja, genau den Typen suche ich. Würde ihn sogar eiskalt umbringen, bloß um an seine Waffe zu kommen wieder. Oh, jetzt kommen die Typen wieder. 452, das ist 571. Oh, Raketenwerfer. Wir werden ihn vielleicht irgendwann gebrauchen können. Oder auch nicht. Nur nicht verzweifeln. Komm ich hier rein? Yep. Da, da. Aber ich kann mich nicht beschweren. Es läuft gerade ganz gut. Irgendwas? Oh! Okay. Hm. Na, schützt natürlich die Leiche wieder. Ja, ja. Habe ich das, was ich wollte? Glaube ja. Na so. Was so? Hängt mir doch die ganze Zeit schon wieder. Hä? So ist es nämlich.
Ja, jetzt führt er wieder seine Kunststückchen mit mir auf. Der betrügt doch. Als ob mich das aufhalten würde. Machst ja große Hoffnungen. Oh, das gefällt mir ja auch wieder überhaupt nicht. Wenn es so eng ist, dann ist es einfach nur tödlich für mich. Komm, komm, komm. Mach mal gleich mal weg. Auch nicht. Warum fehlt mir immer die Mo... Oh, shit, ich bin... bin geliefert. Ja, komm. Komm, komm. Ich stand hinter der Ecke. Ah. Was zum... Wie abartig sind die eigentlich? Der Gewehrschuss ist zu schwach bei dem Penner. Ich kann ihn echt kaum umbringen. Und ich bin echt gerade in einer blöden Situation hier. Okay. Was habe ich denn hier? Das hier, das hier, das hier. Armorbelt ist praktisch leer. Na, wenn die guten Waffen flöten gehen, dann... dann kann ich mir auch gleich eins sagen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann aber auch wirklich... Warte, warte, warte. Hm. Dacht schon. Und tschüss. Die absolute Todesfalle hier. Hey. Da springen wir besser mal nicht runter. Keine Chance. Ist der mal krepiert? Mein... Ja, es ist wie es ist. Komplett ungeschnitten. Ganze Irrsinn. Hautnah. Okay, das sieht schon besser aus. Ey, nimm doch die Cells hier. Habe ich den jetzt mal erwischt hier? Ja. Sei jetzt gedankt. Lass mich runter, lass mich runter.
Einfach nur schnell hier durchrushen. Oder auch nicht. Steht da so ein Penner einfach im Weg. Ja, ey. Na. Okay, das ist nicht so einfach. Ich könnte wirklich kotzen im Strahl. Das ist doppies, wenn die von beiden Seiten kommen, dann bin ich machtlos. Lad die Scheißwaffe nach. Ja, aber erstmal müssen wir vorher neu laden. Es gibt wirklich so verfickt fiese Stellen in diesem Spiel. Kann im Prinzip eigentlich draufhalten. Und selbst dann reicht es nicht aus. Weil die wirklich wie am laufenden Band kommen. Oh Mann, echt. Ja, ist ja gut. Habt ihr es jetzt mal? Oh. Was ist überhaupt hin? Ja. War ich überhaupt? Alter, was kommt denn da? Ah, da kommt er nicht. Ja, haha. Oh, das hat mich gerettet hier. Der hat mich mal wieder zerfetzt. Natürlich war es das noch nicht. Das Gefühl, spielt immer schwieriger. Da denkt man irgendwie, man hat den Griff und dann kommt sowas. Eine Scheiße nach der anderen. Wirf das Ding doch endlich mal. Das war gar nicht das, wo ich hin wollte. Ich wollte eigentlich nur wieder hier zurück. Erstmal ein Sprung ins Feuer. So. Schon besser. Ach, ich schaff's nicht drüber. Braucht auch ein bisschen Mut. Früher hätte ich wegen so einem Sprung die Krise schon bekommen, aber ja gut, heute sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ah, eine Hand. Ich will die BFG endlich haben. Jetzt kann ich nicht mehr glücklich sein.
Ah! Da bist du ja! Wo ist deine Waffe? Ja, du hast sie dir klauen lassen, dafür bist du tot. So. Was ist da? Ah! Thanks. So. Jetzt wird's gleich richtig übel, das weiß ich nur zu gut. Ich bin froh, dass ich das Soulcube hab. Aber ich traue den Ganzen trotzdem nicht. Central Server Banks, okay. Jetzt müsste der zweite von den Bossen kommen, der jetzt gleich hier kommt, oder? Oder? Nee. Nee, der kommt später erst. Ah. Dachte schon, jetzt kommt das mit dem komischen Vieh hier. Was ist denn da schon wieder los hier? Ich wollte schon sagen, die wollen wohl überhaupt nicht mehr krepieren hier. Oh Mann. Wie viele kommt der jetzt noch? Man kann es auch ein bisschen übertreiben hier. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn hier wirklich unendlich spawnen. Auch einen. Ah, Adrenalin. Genau, was ich brauche. Du bekommst gleich mal das hier und du das hier. Ah. Okay. Ich wünschte, man hätte sowas wie Granatenimmunität oder sowas. Oh nein! Dieser Zauberer schon wieder! Der beschwört halt hier wirklich voll, einfach nur noch Hardcore-mäßig. Zum Glück tut das Soulcube immer gleich den stärksten Gegner hier löschen. Ja, auch mal irgendwie so ein Storage Room hier. Da muss doch was sein. Okay, wir haben die Armor Belt. Links voll. Nachladen. Na gut. Wenn ich den schon wieder sehe, bekomme ich Augenkrebs. Wenn Granaten für mich gefährlich sind, dann sind sie auch für euch gefährlich. Nicht schon wieder. Ich glaube, das was bringt, wenn du dich hier wegteleportierst, einfach mal eben. Lächerlich. Ich bin schon wieder kurz vorm Krepieren.
Ja, euch habe ich auch wieder vermisst mal. Oh Mann. Wenn ich nur nicht so viel Freude hätte, hä? Da, Storage. Da. Oh yeah. Ist da noch mehr? Okay. Also die Waffe hier ist eigentlich schon ziemlich praktisch hier in dem Playthrough. Man muss es einfach sagen, die hat so viel Munition hier mit seinem 200 Schuss. Bei der Plasma Gun hingegen muss halt ständig nachladen. Man könnte eigentlich sagen, die macht zwar insgesamt nicht ganz so viel Schaden pro Schuss, aber ist einfach effizienter. So, hier haben wir BFG-Munition, aber die Waffe habe ich leider noch nicht. Was? Ich habe mich doch geheilt. Ich hab mich doch geheilt! Ja, schon klar. Dann eben das hier. So, jetzt habe ich mich doch offiziell hier so richtig schön geheilt. Was zum? Bleib weg, bleib weg. Hör auf, hier rumzutanzen. Holt man sich ein bisschen Munition und wird auch noch eiskalt abgestraft. Was? Ah! Hab dich doch gehört. Ich traue den ganz nicht. Ja, eben wegen dem hier. Oh. Okay, dahin zu kommen dürfte schwierig werden. Ah, aha, geschafft. Okay, die Waffe ist voll. Raketenwerfer ist auch voll. Aber in so engen Räumen ihn zu benutzen, ist halt immer einfach viel zu riskant. Es ist halt wirklich schade einfach. Aber wieder so ein Mist von wegen, ja, kann meine Angst riechen. Ah. Du hast doch gar keinen Geruchssinn. Erzähl mir doch nichts. Mit diesen Beschwörungen. In einer Tour, wirklich in. Bin ich jetzt hier fertig? Habe ich, was ich brauche? Jetzt mal davon aus, oder?
Hier. Nein, lass mich doch einfach in Ruhe jetzt langsam mal. Ich glaube, jetzt kommt, glaube ich, der andere Bossgegner noch, oder? Ja, nehme ich gleich das hier. Das dürfte dann gleich mal ordentlich Schaden machen. Ja, dieser komische Fratzi hat nämlich diese BFG-Gun, die mich töten kann, ohne mich zu treffen. Ich weiß gar nicht, wie ich den schaffen soll, wenn der so viel Schaden macht. Ich meine, ich kann jetzt das Ding hier einsetzen, aber sonst... Mich hier hinten verstecken? Alter! Wenn der diese Waffe abschießt, dann macht er mich sofort fertig. Ja, das hat ihn jetzt überhaupt nicht getroffen. Ach so, man kann diese Kugeln auch abschießen. Also der Soul Cube kann ihn zwar nicht umbringen, aber das macht eine Menge Schaden schon mal. Wenn ich jetzt hier voll drauf halte, dann müsste das doch eigentlich den völlig fertig machen hier. Erzähl mir doch nichts. Oh Mann! Wird schon. Nur durchhalten. Diese komischen Stromdinger bringen mich auch hier noch um. Komm schon, komm schon, komm. Oh yeah! Ah. Oh. Ja, damit. Endlich habe ich sie. Diesmal wird sie mir keiner mehr nehmen. Die BFG. Eine die Waffe, die ihresgleichen sucht. So, das war der letzte Bossgegner vor dem Endboss. Meines Wissens nach gibt er bloß die zwei in der Hölle und den Typen hier. Das heißt aber nicht, dass das Spiel wirklich einfacher wird. Okay, Side 3. Jetzt können wir auch mal mit der hier ein bisschen rumballern, beziehungsweise auch den hier ganz gut. Jetzt kommt wieder dieser komische Affe hier. Ja. Entweder ich schieße vorbei oder ich schieße auf ihn drauf und bin auch tot. Das ist halt der Nachteil dieses hübschen Waffe. Hm. Ach nö. Okay, einfach alles rausballern, was drauf zu ballern ist. Und wenn es geht, dabei nicht allzu groß sterben.
kommst du den hier. Dann ist schon mal die halbe Miete gezahlt. Ach. Es ist wirklich unglaublich. Die kommen wirklich von allen Seiten. Wenn du dann nicht die richtige Waffe hast, dann bist du sowas von dermaßen gefickt jedes Mal. Und die kommen her. Wie die dich bedrängen. Es ist abartig einfach nur noch. Muss die Waffe hier nehmen. Das ist eine gute Waffe gegen Bedrängnis. Muss man einfach wirklich sagen. Gut. Ja. Kannst nichts machen. Muss ich jetzt ballern, bis ich nicht mehr kann. Oh Mann! Ich sagte, bis ich nicht mehr kann. Okay, hier kriegst du das. Oh, das war mal ein guter Treffer. Ein Schuss und der ist hinüber. Oh, Plasma ist voll. Perfekt, hier, weg damit. Was ist los? Es ist zu viel Böses hier. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Na ja, super, hier. Gut, dass ich nicht gespeichert habe. Am liebsten würde ich nur noch mit der Waffe herumballern. Jedes Mal, wenn der lacht, hier wird alles kaputt. Komm her. Gut, dann kommst du eben nicht her. Nicht, aber ich muss dann echt noch mal Pause machen hier. Ist ja wahnsinnig. Wenn dich so ein Schuss trifft, dann bist du eigentlich schon de facto am Ende. Egal wie hart du drauf bist. Und gerade dann, wenn ich nachladen will, kommt der natürlich. Gut! Was denn hier? Hallo? Ist das euer Ernst hier alles?
Wie schwer kann das hier schon sein, ja? Zugegeben, es hat sich seit dem ersten Level, seit wir gespielt haben, haben ein paar Zombies gehabt. Ganz schön zugespitzt hier alles. Es sieht schon wieder so gefährlich aus. Ich nehme mal die Waffe hier. Ja! Das war doch gar nicht. Oh nein, jetzt kommt zur Belohnung auch noch. Hey! Hey hier. Macht den Typ platt. Das hätte jetzt echt ins Auge gehen können. Was will ich denn mit der Waffe hier? Ah. So schade, dass man die Granaten quasi nie benutzen kann. Es bringt ja nichts. Man sieht's ja. Es ist Selbstmord. Vollkommener Selbstmord. Schade. Sehr, sehr schade. Was denn noch alles? Ja, du darfst natürlich als Krönung auch nicht fehlen. Ach, wie gern haben wir das denn alles hier? Und der Penner regt mich so auf, dass er wirklich mit einem Treffer nahezu schon einen fertig macht. Wenn ich nur nicht so viel Spaß hätte. Aha, diesmal hat's nicht. Okay. Bin trotzdem fast tot. Ey, was so? Es ist wirklich bei jedem Schritt mittlerweile hast du das Gefühl, kommt hier was. Natürlich bist du noch am Leben. Wäre doch viel zu einfach sonst. Mmh. Ah. Oh. Oh. Ach, da oben. Was ist hier unten? Das Rüstung. Ah. Nach dem Spiel brauche ich einen Psychiater. Aber sowas von. Tut sich schon freiwillig diesen Höllentrepp an. Na, ich natürlich mal wieder. Benutze eigentlich hauptsächlich nur die Plasma und die Minigun und die EFG und wenn es gut läuft, irgendwie kommt ja auch genug Munition vor, also definitiv.
Kannst du deine Reflexe trainieren? Oh yeah. Ja, das war doch mal ganz gut hier. Ja, von vorne und von hinten natürlich. Was auch sonst. Oh! Ich dachte mir noch gerade, ich will rechtzeitig zurückgehen, aber nein. Ich hab keinen Erwisch mit meinem Soulcube. Hab's mal wieder zu früh eingesetzt. Bin ich? Wann bin ich? Lass mich hier raus. Gut. Dann gehe ich eben von hier oben raus. Ah, nein. Muss ich hin? Ich muss doch wieder zurück. Ah. So dümmlich mal wieder. Hier komme ich nicht mehr zurück. Ich dachte, man muss hier irgendwie hier runter. Ah. Was haben wir denn hier? Ach Mensch, und es ist auch wieder nichts nachgeladen. Lad doch die Scheiße hier mal nach. Lass mich durch. Bisschen Energie und ab dafür. Bin ich hier? Was ist das hier? Hä? Müsste hier nicht offen sein oder sowas? Wieso bin ich hier runter? Okay. Jetzt verwirrt ihr mich ein bisschen. Was soll das denn hier? Wo muss ich da? Ach so. Ach so ist das. Okay, sieht gut aus. Abgeschlossen. Caverns Area 1. Ja, das ist ja eigentlich schon das vorletzte Level, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ja. Es geht langsam auf die Ziel geradezu. Aber ein bisschen müssen wir noch durchhalten.
schon wieder hier hochkomme ich. Okay, hier ist locked. Na, da, 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 da. Noch keine Pause vortäuschen, wir müssen gucken, dass wir hier voll auf Achse sind. Ach, ist es schön, dass hier eine ganze Armee von denen wieder kommt, nicht wahr? Ja, ich sollte nicht besser die Waffe hier nutzen. Wie die herkommen? Jetzt teleportiert er sich weg, damit er sich direkt vor mir. Ja, und da kommt natürlich noch einer, weil ein Penner alleine nicht reicht. Beziehungsweise 50 andere. So, gut umgucken. Wie viel habe ich eigentlich von der Waffe hier? Ja. Können wir auch mal nutzen hier. Die ist ja für den Endboss nicht zwingend erforderlich. Der wird eigentlich ganz easy. Was? Habe ich mich selbst umgebracht mit der Waffe? Hier ist Munition. Warte, da ist... Oh nö, nicht schon wieder. Dann auch noch von beiden Seiten. Au. Na, ah, ist Energie. Ich benutze echt die Waffe für die Penner, ja, aber es ist mir egal. Da haben wir noch mal ein bisschen. Ob doch die Viecher sind. Ich hasse die Viecher. Aber kann nicht irgendwas anderes kommen? Warum muss dieses komische Dings hier kommen? Und im entscheidenden Moment muss ich natürlich nachladen. Manchmal ist es nur schwer zu ertragen, aber... So, jetzt hier draufhalten. Nicht mal das bringt mir was. Ich bringe mich trotzdem um. Hier für ein Scheiß hier. Scheißstuhl. Ah. Guck dir das an. Ein Penner blöder und mieser als der andere. Wunderbar, auf dich habe ich ja nur gewartet. Hier haben wir Plasma, das ist bis zum Anschlag mal wieder voll. Hilfe! Was ist denn? Da ist wieder irgendwas, was mir nicht gefällt. Und dieses etwas bringt mich natürlich wieder um.
Müsste mir jetzt auf dem letzten Drücke wirklich das Leben zur Hölle machen. Ich glaube gar nicht, wie sehr mir der Typ hier auf die Nerven geht. Okay, jetzt auf einmal ist die Tür natürlich offen. Gefällt mir nicht, ich weiß sofort, was hier kommt, wenn ich sowas schon höre, hier oben. Boah, meine Finger verkrampfen schon total. Okay, nochmal ein bisschen, oh! Die Waffe ist voll! Beziehungsweise ich müsste dann mal nachladen, okay. Dann komme ich später nochmal gleich. Oh Mann, muss ich jetzt wirklich für die Spinnen hier das verbrauchen? Ja. Okay, lass mich nochmal hier. Darf hier nicht durch? Okay. Daneben nicht. Hat, was ist das? Jetzt hier raus aus dieser Halle. Komm her. Oh, 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 diesmal bist du aber hartnäckig hier unterwegs. So, hinein ins Höllenloch hier. Oh. Und gleich mal die Waffe wieder bereithalten. Bam. Spaß muss sein. Er lacht sich wieder einen ab und hier ist natürlich wieder der nächste Penner. Aha. Müssten denn wirklich zigtausend Monster an derselben Stelle auftauchen, gefühlt. Ja. Ich kann auch nicht zaubern. Ich kann auch immer nur einen abschießen.
Da, da, da. Ich schieße schon, was das Zeug hält. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, oh ja. Das Ding ist einfach klasse. Ja. So, hier ist noch mal ein bisschen versteckt. Hm? Ah, hi! Man kann glauben, wie oft ich hier sterbe. Ich dachte früher, ich sterbe ein paar Mal vielleicht, aber wie schwer kann das schon sein? Ich wusste nicht, dass man mit zwei Schlägen schon tot ist. Witzig, hä? Oh, wieder springen kann, wieder springen kann. Das kannst du, hä? Wenn ich dran denke, wie einfach das Spiel schon auf normalen Veteran ist, aber Nightmare ist halt wirklich hier absolute Eskalation. Und ich muss es natürlich wieder zocken. Ach nö. Ist auch wieder so eine doofe Stelle. Ja. Eine sehr schöne Stelle. Okay, geht eigentlich. Ist hier unten überhaupt? So. Who are you? What are you doing? Sorry, du störst mich. Ich brauch bloß deine Schlüsselkarte. Hm. Ach ja, schwere Games sind doch etwas Tolles. Wenn man das schafft, ist es jedes Mal einfach nur eine Befriedigung. Und Action kommt dir garantiert nicht zu kurz. Oh. Oh. Ja, so ist das eben, wenn man schnell spielt. Komm, 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 komm. Schick mir noch 50.000 auf Miles. Hier oben immer nachgucken, vielleicht sind hier noch mal ein bisschen BFG-Munition. Ah, tatsächlich. Haben wir schon wieder fast voll. Das ist wie Magie ist das hier.
Das ist auch so eine wunderbare Stelle hier wieder mal, wo sich die Felder einfach lösen. Der dafür ist doch genau das hier, das Richtige. Wenn mehrere Gegner sind, dann brauchst du bloß die Kugel in die Mitte schießen und schon werden alle gegrillt. Okay, dann eben die hier. Jetzt habt ihr natürlich den Super-GAU. Ja, ich auch. Den Penner nicht einfach so mal eben umlegen kann. Den kann gar nicht so schnell die Gegner töten, wie die nachkommen. Es ist... Also so langsam, glaube ich, fühle ich mich... Ich fühle mich schon die ganze Zeit verarscht, aber es wird immer schlimmer. Was ist denn jetzt schon wieder? Man kann es auch übertreiben, ja. Ich weiß nicht, ob die Gegneranzahl erhöht ist mit dem Schwierigkeitsgrad, aber da bin ich mir jetzt hier nicht so sicher bei Doom. Oh! Au! Ich bin wieder unten. Oh, oh, oh. Ja, das ist einfach, weil mein Marine hält einfach nichts aus. Ach, es ist wirklich peinlich. Einfach nur peinlich, peinlich, peinlich. Von der Seite müssen wir es jetzt wirklich hier 100-mal machen. Ja, müssen wir. Ich komme echt nicht hier drauf. Kaum. Kann mich aber nicht erinnern, dass es schwierig war früher. Also muss es leicht sein. Ja, wenn ich hier runterfalle, dann bin ich auch tot. Weil ich natürlich so wenig Energie habe durch das permanente Abziehen. Ich kann nichts machen, ich rutsche hier runter. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist das so schwierig. Vielleicht die Waffe wechseln? Ich komme hier nicht hin. Ja, jetzt haben wir natürlich den Super-GAU. Wegen ein paar Punkten Energie werden wir jetzt hier geröstet. Okay, jetzt bin ich schon mal drum.
Ich muss auf die andere Seite, sonst komme ich hier. Ich muss auf die Dings rauf, sonst schaffe ich das nicht. Alter! Hier vielleicht? Ah, mal auf das Ding kam auch drauf. Also ich, welcher Penner hat sich das nur ausgedacht wieder? So, hier ist mal wieder alles ein bisschen Verbrechen voll. Los, kommt her! Ja, da muss von hinten auch noch einer kommen, als Zugabe. Ja. Oh nein, wie viele denn jetzt noch? Ich kann nicht mehr. Das muss aufhören, bitte. Lass es aufhören. Oh yeah. Du Idiot. Komm hoch, ich weiß, dass du kommst. Hallo. Ach, das Soul Cube hat nicht funktioniert. Wunderbar. Das nenne ich Gerechtigkeit im Spiel. Wunderbar. Ich hätte es mir nicht denken können. Muss natürlich erst aktiviert werden hier. Ich hasse euch. Oh, sorry. Wieder ein Fehlschlag. Ich verbrauche bitte jetzt keine BFG. Sehe ich nicht ein. Nö, ich werde dich jetzt so besiegen. Tot. Perfekt. Wie schlimm kann es denn schon noch werden hier? Ich würde sagen, mittlerweile nicht mehr viel schlimmer. Den mal draufhalten. Ich traue dem Frieden nicht. Ich traue ihm nicht. Ich baller, bis nichts mehr geht. Es war ja wieder klar.
Was zum... Wo kommt ihr denn her? Jetzt mal ohne Witz hier, was ist denn hier... Wirklich so dermaßen mies auch noch gemacht hier alles. Bis zum absoluten Krepieren. Da muss er da drin stehen hier. Dass man ihn auch ja nicht sieht. Warte, 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 warte. Okay, ich habe noch 1% Energie. Ja gut, das ist mein Todesurteil. Wenn der kommt und ich renne ihn in die Arme, dann ist vorbei. Da muss das hier. Respekt! Das haut jedes Mal voll rein. Noch eins, komm, nimm. Hallo? Müsste ich nicht noch mehr nehmen? Jetzt. Dachte schon. Okay, jetzt Karas Area 2 noch. Oh, der tut jetzt sogar diesen Typen hier spawnen. Es ist zum Verzweifeln. Es ist nur noch... Jetzt wollen sie wirklich nochmal alles aufbauen hier. Ja. Die reagieren einfach zu schnell. Die machen ihre Teleporter-Dings da und dann auch noch... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich benutze doch schon die BFG. Was soll ich denn sonst noch benutzen? Ja. Das ist wirklich hier unten eine absolute Todesfalle. Ja, ich muss ausweichen, ich weiß. Ich fertig bin, gehe ich kotzen. Der Penner. Jetzt hier doch endlich mal. Ständig muss man den alles doppelt und dreifach sagen. Echt endlich. Wenn ich schon wieder höre, was da vorne wieder kommt. Kaum, da kommt auch noch mehr. Natürlich. Sieht man ja eine ganze Armee schon. Nicht mehr lang. Wir haben es fast geschafft. Das große Finale rückt näher. Bam. Werd glücklich damit. Oh, hallo. Sieh mal, wer oder was da kommt. Plasma, Raketen. Für die Leute, die es brauchen oder wollen.
Wird doppelt und dreifach gespeichert. Oh nee. Einer ist erledigt. Ich höre die ganze Zeit Monster spawnen nur. So, einmal hier den und dann auch mal das hier. Okay, für die Spinnen sollte ich jetzt nicht unbedingt das hier verwenden. Da ist mir die BFG dann doch ein bisschen zu schade. Wirklich richtig aggro. Okay, dann benutze ich, glaube jetzt kommen noch mal ein paar unschöne Gegner. Dabei haben wir ja das hier. Auch das hier. Okay. Das lief doch ganz gut hier. Oh. EFG. Und damit stehen wir jetzt eigentlich kurz vor dem absoluten Endboss. Das heißt, Zielgerade. Ich kann es kaum erwarten. Wobei ich, jetzt gerade wieder so viel Spaß hatte. Primary Acceptance Site. Oder wie auch immer. Kommt noch mal richtig Muni hier. Habe ich. Okay, hier davon habe ich auch ein bisschen was. Aber wie gesagt, die Waffe ist jetzt nicht entscheidend. Ich glaube, jeder, der weiß, wie der geht, der Boss, der weiß, dass nur am Prinzip man gegen normale Gegner wirklich kämpft. Hier auch mal wieder sehr schön gemacht alles. Schön satanisch, so kennt man es ja. So, jetzt warte mal, hier müsste doch noch irgendwo ein kleiner Secret Room sein von den Entwicklern. Hier hinten. Ah, genau hier. Bei dem ET-Logo. Bild mir noch mal was Hübsches. Hier ist so ein PDA mit Entwickler, glaube ich. Daten oder irgend sowas.
Ja. Nochmal alle programmieren und solche Sachen. Nice. Ist das sogar der Teufel vielleicht? Er hat eine Art riesige Raketenwaffe am Arm. Okay. Gegen den zu kämpfen bringt nicht wirklich was, denn der wird nur durch das Soul Cube verletzt. Ja, ich soll es natürlich auch einsetzen, um mich auch zu heilen. Ja. Genau so nehme ich. Und wir bekommen natürlich jede Menge Gegner, damit wir das aufladen können. Ja gut, die BFG ist schon ganz nützlich hier nochmal. Muss man auch dazu sagen. Da. Ja, gib mir nur Gegner, das ist euer Verderben. Ah, komm. Benutze ich nicht lieber die? Bei der Anzahl von Gegnern ist das ja wohl doch ein bisschen sinnvoller. Ja, das schmeckt den schon nicht. Wir haben es geschafft! Ah, es ging einfach mal wieder. Muss bloß viermal benutzen und schon ist er am Ende. Und damit ist das Höllenloch wieder verschlossen. Kann leider nicht sprechen. Beziehungsweise ich will nicht. Ich bin so schweigsam wie Freeman. Yes, sir. He's dead. Roger, Recon 1. What about Dr. Betrüger? He's nowhere to be found, sir. Na, der ist jetzt in der Hölle. Da lebt sich's gut. That's it. Das war Doom 3 in der BFG Edition mit dem Ultimate Mod auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Boah, geil. Es hat sowohl eine Menge Spaß gemacht, als dass es auch frustrierend war.
muss man wirklich sagen. Ich habe das Ganze jetzt innerhalb von... Ich habe gestern gespielt und heute, und das ist eine Spielzeit insgesamt von knapp irgendwas über 6 Stunden, glaube ich, waren es insgesamt oder so. Für ein Spiel, was normalerweise bis zu locker 15 oder 20 Stunden dauern kann, wenn man es ganz langsam spielt, sage ich mal. Aber es war wirklich härter als gedacht. Also ich bin wirklich zig Male gestorben, aber ja. Aber ich muss wirklich sagen, der Mod, der hat sich wirklich gelohnt. Also die Effekte waren viel besser als normal. Einfach richtig klasse. Okay, also ich glaube jetzt sowas wie Resurrection Evil werde ich jetzt erstmal nicht spielen. Ich habe jetzt erstmal genug. Das passt jetzt erstmal, und außerdem habe ich da nicht so viel Erfahrung. Und ja, genieß mir einfach den Abspann. Ich denke mal, ja, eigentlich habe ich es mir schon festgelegt. Ich werde als nächstes höchstvermutlich Silver spielen. Das passt jetzt ganz gut auch zum Winter, solange wir noch Schnee haben. Ja, wie gesagt, solange wir noch Schnee haben. Und wenn das durch ist, dann vielleicht Far Cry. Habe ich auch Bock. Okay. Silver werden die meisten vermutlich nicht kennen, aber es ist ein echt geiler Spiel. Aber wie gesagt, das kommt dann alles morgen. Fange ich sofort an. Gut, danke fürs Zusehen. Das Ganze wird natürlich auf YouTube wieder hochgeladen in bester Qualität, und guckt einfach da an. Da ist es am besten. Sag ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.